Nee, ist doch gut. Zu viel. Nee, lass doch. Nein, lass doch. Nee, so ist besser. Finde ich gar nicht. Lass doch die. Ja? Ja. Okay, bitte. Seit heute bist du doch ein bisschen weiß, ne? Finde ich gar nicht. Ich bin viel brauner als du. Ist natürlich. Du hast ja auch dunkle Haare. Ja, du wirkst natürlich neben mir jetzt wie eine Wand. Gar nicht. Das ist, weil ich halt brauner bin. Ja? Ja. Auch du hast da was gewesen zwischen den Zähnen. So, komm, jetzt lass uns loslegen. Ja. Du hast da was zwischen den Zähnen. Du hast da was zwischen den Wirklich Zähnen. Jetzt? Ja. Ist egal jetzt. Ist gut jetzt. Jetzt ist gut. Okay, ich fange an. Nee, ich fange an. Nein, also. Ich fange an. Nein, ich fange an. Heute fange ich an. Also. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video von Pelican Bay. Diesmal fange ich an. Wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht, sonntags mit Tee und so, weil wir drehen nämlich ein Fashion-Video für euch. Ich habe für meine Frau ein Weihnachtsoutfit geshoppt. Eigentlich habe ich sogar zwei Weihnachtsoutfits geshoppt und die werden wir euch jetzt präsentieren. Viel Spaß! Hallo auch erstmal von mir, so wie du letzte Mal. Ach so. Hallo erstmal. Ja. Hallo erstmal. Da steht das Paket, willst du das mal holen? Ja, Moment. Oh. Also die Aufgabe war, dass ich ein Outfit für meine Frau shoppe für den Weihnachtsabend. Und da wir Weihnachten bei unserer Familie feiern, durfte das nicht so mega schick sein, aber schon schick. Und es sollte alles haben, was man so als Outfit hat. Schuhe und Tasche und so. Und ich glaube, ich habe ganz gute Sachen eingekauft. Fangen wir mal hin. Warte mal, erzähl mal, wie hoch der Betrag war. Ja, ich habe ja mehrere Sachen geshoppt, ne? Also ich habe ja zum Beispiel auch hier so eine Kette und Ohrring und so. Hier Ohrringe und Ketten. Ich habe jetzt für 942 Euro geshoppt. Das sind zwei Outfits, die man auch so ein bisschen kombinieren kann. Ich glaube, das war Versace-Tasche, okay. Ah, ich habe auch vier Pakete Schuhe geshoppt und so. Das ist ein Kleid, das hat mir ganz gut gefallen. Ach, hast du nur Kleider bestellt oder auch mal was anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, was ist das denn hier nochmal? Guck mal. Zieh das mal an. Nee, zeig erstmal, was du gekauft hast. Okay. Das ist ja ein Hosen dran, ist das so. Ach ja, stimmt. Der aber so silber ist, deswegen, weil ich dachte. Hm? Und dann das hier, das müsste ein Kleid sein mit so einem Umhang drum. Hä? Dem Foto sah das gut aus. So. Dann habe ich, wie gesagt, hier die Tasche. Fand ich ganz gut zu beiden, weil ich habe ja einmal schwarz und einmal silber. Da fand ich auch super zu. Hm. Und die ist von Versace. Hat mir ganz gut gefallen. Oder Versace, wie Rocky Balboa sagen würde. Dieses Jahr feiern wir bei meiner Familie. Wir wechseln uns immer ab eigentlich. Habe ich schon gesagt. Ach ja, guck mal hier. Wir laufen ja nicht draußen rum, deswegen dachte ich, kann man auch mal ein paar offene Schuhe anziehen. Oh, von Topshop. In keinem Fall zu kalt werden. Weihnachten? Ja. Oh ja. Hier, die fand ich auch noch sehr schön. Guck mal. Das sind so hohe, aber die haben hinten so offen. Aha. Fand ich zu dem silbernen Kleid, fände ich die super. Und aber, zu dem silbernen Kleid? Ja, und aber auch zu dem schwarzen Kleid. Ich bin ja eher praktisch veranlagt. Wenn ich sowas kaufe, dann kaufe ich auch gerne Sachen, die auch mal zu anderen Sachen kombinieren kann. Dass sich das auch lohnt. Also, ich weiß nicht, ob ich die so zu Weihnachten, zur Familie. Ja. Ich ziehe jetzt gleich alles an. Wir hatten das ja schon mal gemacht und das ist eigentlich sehr gut angekommen. Und da hattest du auch wirklich tolle Sachen geshoppt, muss ich sagen. Was denn? Aber was ich schade finde, dass du alles sehr schwarz geholt hast. Ja, es sollte ja. Hier, das ist nicht so, das wird auch gehen. Nee, nicht zu Weihnachten. Zu Weihnachten mitmachen. Ach, hier, guck mal. Kriegst du auch viel zu wenig. So Schuhe? Ja, könnte ich ja im Winter öfters tragen. Stimmt. Wir gehen ja auch so oft weg. Ja, also das war's.
Das habe ich hier alles zusammengeschoppt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein, Nina zieht das jetzt alles mal an und wir werden das dann zusammen mal bewerten. Die sehen ja schön aus. Die finde ich wirklich schön. Sterne, Sternschnupp. Okay, dann ziehe ich das jetzt mal an. Jetzt Outfit mal. Nummer 1. Also ich finde es gut. Ich fülle mal an dir so runter, damit man das schön sieht. Hier mal schön die Ohrringe. Also würdest du Punkte verteilen? Guck mal, ich habe auch zwei Paar Schuhe an, weil ich nicht genau wusste, welche ich anziehen könnte. Sehe es gerade. Ja, also die Schuhe, die finde ich nicht schlecht. Geh mal ein Stück zurück. Ja, so genau. Die Schuhe finde ich nicht schlecht. Die anderen, zeig mir mal die anderen. Ja, die anderen finde ich ein bisschen besser. Wir vergeben Schulnoten. Okay. Ja, okay. Also Kleid finde ich glatte 1. Also ja. Ist hier eigentlich so ein Hosenrock, also so ein Jumpsuit, genau. Ohrringe finde ich auch eine glatte 1. Gleich kommt meine Bewertung. Und Tasche, okay, Tasche kriegt eine 3. Und die Schuhe kriegen der hier, der rechte, der kriegt eine 2-. Und der linke, von mir aus gesehen. Okay. Und der linke, von mir aus gesehen, kriegt auch eine 1. Also zusammen. 1, 2-. Genau. Zusammen finde ich das Outfit für Weihnachten total super, weil das ist nicht zu schick und das ist aber trotzdem genug schick, dass man das bei der Familie tragen kann. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich würde es, also ich finde es schön. Ich finde das Kleid schön, ich finde die Ohrringe schön, ich finde auch die Schuhe schön, aber alles so zusammen an sich würde ich nicht zu Weihnachten anziehen. Ich würde vielleicht die Ohrringe nicht dazu anziehen, ich würde andere anziehen zu diesem Jumpsuit, wenn ich den anziehen würde. Den finde ich ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde auch die anziehen, die du besser findest. Aber schön weihnachtlich finde ich die hier. Das ist auch so ein bisschen eher so Silvester, finde ich. Findest du nicht? Nö. Und die Tasche finde ich nicht schön. Okay, gehen wir mal über zu Outfit Nummer 2. Achso, Schulnote. So in Kombination würde ich sagen 3. Befriedigend. Okay. Bereit? Ja. Und? Ja. Ich zoome mal wieder ran, ja. Soll ich zuerst sagen? Warte, ich muss mal ganz kurz hier zoomen. Also das ist auch wieder so ein Hosenanzug, also so ein Jumpsuit oder Playsuit, keine Ahnung. Mit so einem, als hätte man so einen Blazer um die Schultern geworfen. Wie so ein Superman. Und? Also soll ich zuerst sagen, ne? Oder nee, willst du das? Ich sag was erst. Welches Outfit findest du eigentlich besser? Also ich finde für Weihnachten eigentlich das andere Outfit besser. Das finde ich auch super, muss ich sagen. Sieht auch an dir genauso aus, wie es aussehen sollte. Ohrringe auch wieder super. Schuhe, wie gesagt. Also ich zeig nochmal die Schuhe. Ja, die passen auch. Das hatte ich, glaube ich, mir auch so gedacht. Ja, ne? Dass die Schuhe zu dem Kleid viel besser aussehen. Aber ansonsten finde ich das mal was anderes. Nicht so langweilig. Einfach super. Einfach super. Ja. Okay, soll ich sagen? Ja, sag du jetzt endlich. Also ich finde das viel besser als das erste Outfit. Weihnachten weiß ich jetzt auch noch nicht so unbedingt. Ist schon sehr schick, ne? Ja, aber ich finde nicht, dass das zu schick ist. Nee, findest du nicht? Nee, weil Weihnachten, dann ein bisschen schick muss Weihnachten sein. Aber das ist sowas, wo ich sage, okay, da fühle ich mich wohl drin. Finde ich sehr cool, die Ohrringe auch dazu. Die Schuhe finde ich auch super schön. Die sind so ein bisschen weihnachtlich dann noch. Dazu finde ich jetzt gar nicht schlecht. Vielleicht einen schönen roten Lippenstift, um das so ein bisschen weihnachtlicher zu machen. Also hierfür würde ich dir auf jeden Fall eine 2+ geben. Oh. Also... Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen, ich habe nochmal die anderen Stiefel angezogen und auch nochmal die anderen Ohrringe und die sind zack, die sind sofort kaputt gegangen. Was? Die sind eigentlich ganz schön und die sind sofort kaputt gegangen. So wären die eigentlich gewesen. Guck mal, finde ich total schön. Ja, eigentlich viel schöner, aber die sind sofort kaputt gegangen von Topshop. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch nochmal die andere Tasche genommen, die ist so im Gucci-Style, ne? Mhm. Zeig mal die Stiefel. Stiefel, ja. Zu dem Outfit so gar nicht, finde ich. Hm. Okay.
geht gar nicht. Das ist gar nicht mein Stil. Naja. Und ich finde es sehr unvorteilhaft. Das macht mich so richtig dick. Ja, das stimmt. Okay. Also an sich finde ich es jetzt auch nicht schlecht. Naja. Ich bin mal sehr auf eure Meinung gespannt und ich hoffe sehr, dass euch das Video mit uns zwei hier gefallen hat. So, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.